Ja, hallo Leute und ein herzliches Willkommen zurück im nächsten Video. Das müsste jetzt Part 3 sein. Und es tut mir leid, wenn die Videos leider nicht so schnell hintereinander folgen, aber ich muss dafür auch Zeit finden neben meiner Ausbildung und ein paar anderen Projekten, die ich mache. Aber jetzt geht's weiter. Heute in dem Video soll es darum gehen, einmal eine Halterung für die Spulen zu machen für die beiden Drucker. Und hier unten wird schon mal die Box designt, wo meine Spulen dann aufbewahrt werden. Also so eine Plastikbox. Und dann würde ich sagen, das kann man erstmal für das Video so lassen. Und dann fangen wir einfach mal an. Wir wollen die auch nicht in die Länge ziehen, die Videos. Dazu habe ich schon mal vorbereitet. Und zwar habe ich hier meinen Halter für die Spulen. Den werde ich jetzt mit Rechtsklick in die Konstruktion einfügen. Und wenn wir den jetzt drin haben, ist der schon mal ein bisschen zu groß. Das heißt, wir können direkt als erstes schon mal sagen, wie können wir den jetzt nochmal kleiner machen? Ich glaube, das war Punkt zu Punkt. Nein. Ich glaube, wir können ihn hier nicht kleiner machen. Wir importieren ihn erstmal so. Und haben jetzt hier unseren Körper. Das ist übrigens eine neue Komponente. Machen den jetzt erstmal zum. Warum können wir das jetzt nicht zum Objekt machen? Das wundert mich jetzt gerade. Ich wollte jetzt genauso wie hier praktisch zum B-Wrap sozusagen machen. Das sind jetzt hier. Können wir das denn hier reinziehen? Oder die Körper? Moment. Können wir da auch nicht? Das ist jetzt komisch. Oder liegt das daran, dass hier noch irgendwas eingestellt ist. Das ist jetzt gerade komisch. Eigentlich sollte das gehen. Also was passiert, wenn man das vorher nicht ausprobiert? Das verstehe ich jetzt nicht. Aber eigentlich, was passiert denn, wenn ich den jetzt kopiere? Hier oben einfüge. Das geht auch nicht. Ja, weil es eine eigene Komponente ist. Das ist ein bisschen komisch. Ich probiere nochmal was anderes. Was ist, wenn ich. Was passiert da? Neuzeichnungskonstruktion, da funktioniert nicht. Das ist gerade ärgerlich. Dann machen wir es anders. Dann haben wir jetzt, machen wir jetzt erstmal ein einzelnes Objekt hier auf. Und machen uns daraus jetzt hier drinne, wenn wir Netzkörper haben, gehen wir auf Modell anstatt auf Fläche. Und können den jetzt hier in B-Wrap konvertieren. Und sollte eigentlich auch keine Probleme machen, weil es da nicht so viele Flächen sind. So, den nennen wir jetzt um in Spoolholder M8, weil es M8 für M8 Schrauben gedacht ist. Bearbeiten jetzt noch ein bisschen die Flächen, dass die ein bisschen runter sind. Das heißt, ausmarkieren, ein bisschen glatter, nicht so viele Dreiecke haben und dann Enter, entfernen drücken. So können wir das Ganze ein bisschen schöner machen hier. Meistens funktioniert es auch, manchmal sagt Fusion dann irgendwie, ich will nicht. Da weiß ich aber auch nicht genau, woran das liegt. Und wie gesagt, tut mir leid, wenn ich jetzt Sachen machen möchte und es funktioniert dann plötzlich nicht. Es liegt halt einfach daran, dass ich ja die Videos meistens nicht vorbereite, weil dann kommt es halt nicht mehr so authentisch rüber, sozusagen, wie ich mich selbst damit beschäftige. Da habe ich ihn jetzt anscheinend überfordert. Ich vermute mal, die Fläche hätte ich nicht löschen dürfen. Mal schauen, ob mein Computer das noch hinbekommt. Wäre jetzt ärgerlich, wenn das Programm abstürzt. So, da sind wir wieder. In dem gleichen Fenster wie zuvor. Jetzt machen wir das Ganze nochmal bitte, ohne dass das abstürzt. Nochmal schnell alles überspringen hier. Neuer Körper. Umbenennen. Spoolholder M8. So.
Jetzt ein paar Flächen hier löschen. Diesmal lassen wir die Fläche hinten weg, logischerweise, damit das nicht wieder abstürzt. So, hier oben noch das Dreieck. Da unten noch. Und das lassen wir jetzt diesmal weg. Da haben wir keine Lust zu, dass das wieder abstürzt. Hier können wir noch einmal einen wegnehmen. So. Einmal abspeichern. So, und jetzt müsste es doch eigentlich gehen, weil ich habe das jetzt ja gespeichert. Wenn ich jetzt hier reingehe und jetzt das hier in die Konstruktion einfüge, dann habe ich das jetzt schon als normales Objekt, nicht mehr als Mesh sozusagen. Und kann jetzt eigentlich das hier drinnen ganz normal bearbeiten. Schauen wir mal. Erstmal wollen wir es natürlich. Ne, wollen wir es nicht kombinieren. Wir wollen den Maßstab ändern. Warum können wir das nicht machen? Maßstab. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Geht das, wenn wir das isolieren und uns nur das Objekt angucken? Ha. Ich hätte sonst noch eine Idee. Und zwar, haben wir ja hier oben ein anderes Symbol als das hier. Ah, das ist jetzt gerade echt ärgerlich. Ich denke mal, ich versuche das Problem zu lösen, dann bin ich gleich wieder da. Obwohl, was heißt das hier? Verknüpfung lösen? Ich glaube, jetzt habe ich es rausgefunden. Verknüpfung lösen, das müsste es gewesen sein. Jetzt müsste ich hier das Ganze mal bearbeiten können. Weil jetzt ist es nämlich nicht mehr. Ja, jetzt funktioniert es. Jetzt ist es nämlich nicht mehr mit dem anderen Objekt hier verbunden, mit dem hier. Ich glaube, daran lag das Problem, dass es damit noch verknüpft war. Jetzt können wir das Ganze mal bearbeiten hier. Sagen 0.1, dann haben wir nämlich das ums Zehnfache verkleinert, weil komischerweise. Das sieht echt klein aus so, ne? Aber es ist wirklich so groß nur. Komischerweise, wenn ich Sachen importiere. Ne, den lassen wir mal drin, den ziehen wir jetzt gar nicht darüber. Wenn ich Sachen importiere, macht der das Ganze immer im mal Zehnfachen sozusagen. Das verstehe ich nicht ganz, aber naja, ist halt so. Jetzt verschieben wir das Ganze mal ein bisschen an die richtige Position. Wir wollen es einen hier hinten links haben, einen da. Das heißt erstmal nach hier oben. Den packen wir da so hin ungefähr. Moment. Erstmal nach da. Jetzt müsste ich überlegen, wie groß ist eine Rolle. Ich messe mal kurz nach hier. Ich habe neben mir eine zufällig stehen. Also ich möchte nur die Hälfte von der Rolle wissen, von unten bis zur Hälfte. Also wo die Welle ist. Das sind 10 cm, dann machen wir mal das Ganze auf 13 oder 14 cm hoch oder so. Das heißt, wir wollen jetzt von, weil hier der Drucker ja drauf steht, von hier aus 14 cm nach oben ungefähr. Das heißt, das hier wird verschoben, so dass wir. Oder warum? So. Und jetzt auf die gleiche Ebene wie die Platte. Ungefähr die gleiche. So. Und das machen wir wieder okay. Und jetzt verschieben wir das Ganze nach oben um, sagen wir mal, 13 cm. Dann haben wir ein bisschen Luft. Aber wir wollen das ja, dass das 13 cm ist. Aber wenn das. Doch, das müsste passen. Jetzt drehen wir das Ganze nochmal. Dann haben wir sogar ein bisschen mehr als 13 cm.
Aber wir wollen es ja nicht viel zu viele haben. Das heißt, doch nochmal wieder nach unten. So, jetzt haben wir minus 15. Wenn wir es jetzt nach oben bei 0 machen, haben wir bei 15 cm. Das passt doch. So. Jetzt haben wir das Loch ungefähr bei 15 cm. Wir wollen das aber nicht hier in die Wand dran haben, sondern da an der Wand dran. Das heißt, das Ganze nochmal ein Stück raus hier. Und nochmal um 90 Grad drehen. Dann müssen wir es jetzt noch ganz an den Holzbalken ranbringen. So. Und jetzt hier noch in die Mitte vom Holzbalken packen. Holzbalken, nicht Holzbalken. So, ungefähr die Mitte. So. Und da kommt letztendlich unser Halter hin. Er wird mit zwei Schrauben festgeschraubt. Die könnten wir sogar auch rein designen. Könnte ich gleich mal zeigen. Und dann kommt hier eine M8-Gewindestange drauf. Die Rolle wird drauf gesteckt. Und die sollte eigentlich nicht zu weit reinragen. Wenn die jetzt zu weit reinragt, dann muss ich das Ganze nochmal umdenken. Die wird wahrscheinlich zu weit reinragen. Die wird ja 15 cm nach hier gehen. Wobei, nee, ich habe ja die Rolle ja mitberechnet, glaube ich. Habe ich die Breite von der Rolle mitgemessen? Ich schaue einmal kurz. Ja, ich habe die Breite von der Rolle beim Drucker mitgemessen, also passt das locker. So. Jetzt speichern wir nochmal eben zwischen. Wir packen die gleiche nochmal nach unten. Und fügen das Ganze nochmal weiter unten ein, bei den unteren Drucker. Ich habe jetzt übrigens nur Steuerung C, Steuerung V gedrückt. So, jetzt gehen wir auf die Höhe. So, ist ja ungefähr wieder hier die Mitte da. Jetzt sind wir bei minus 91. Müsste doch eigentlich gehen, wenn ich jetzt eine Rechnung reinmache. Plus, nicht plus 18, sondern plus 15. Seht ihr? Das können wir nämlich auch so machen. Kann man direkt Rechnungen reinschreiben. Nochmal zwischenspeichern. So. Und jetzt zeige ich mal, wie man Schrauben und sowas einfügen kann. Dazu gehen wir auf. War das auf Einfügen? Ja. Und dann war das soweit. Oder was erstellen? Nee, einfügen. Und dann war das soweit, ich weiß, MC Master K Komponente. Da können wir uns jetzt in Fusion richtig schön alle möglichen Objekte raussuchen, die wir nur wollen. Das sind ganz, ganz, ganz viele. Wir wollen jetzt aber Schrauben. Und zwar, ich würde sagen, eine Holzschraube, weil das ist ja Holz, ne? Das heißt, wir gehen auf Screws and Bolts und hoffen mal, dass da auch Holzschrauben sind. Ja, das ist doch schön. Holzschrauben und dann nehmen wir eine. Ja, was nehmen wir für eine Holzschraube? Eine Pointed. Kann man hier links auswählen. Wir sagen Metric. Wir sagen Länge von. Das Material ist ungefähr 5 mm dick. Das heißt, wir sagen. Ich würde sagen, wir nehmen dafür eine 19er, weil ich habe auf jeden Fall 19er, das weiß ich. Nehmen wir 19er mit einem runden Kopf. Meine sind. Na, meine haben einen flachen Kopf. Nehmen wir einen flachen Kopf. So. Haben wir genau eine Schraube. Dann wählen wir die aus. Hier auf die Nummer klicken wir drauf. Ja, genau, wir klicken auf die Nummer. Und dann hier auf CAD. Dann auf Step. War das, meine ich, oder soll Step oder Sat? Ich glaube, Step müsste funktionieren. Und drücken auf Save. Und schon haben wir hier eine schöne kleine Schraube. Die können wir uns jetzt noch dahin ziehen, wo wir sie haben wollen. Das ist jetzt übrigens auch wieder eine neue Komponente. So. Ein Stück noch nach oben. Ein Stück nach hier. Stück nach da. Dann drehen wir sie einmal um
90 Grad. Packen Sie jetzt noch auf die richtige Höhe für das Loch hier. Und jetzt nur noch da rein. Ja, sie passt jetzt so nicht perfekt. Also sie passt eigentlich perfekt ins Loch rein, was natürlich nicht richtig ist. Aber wir machen es jetzt trotzdem mal so. Eigentlich könnte man noch Unterlegscheibe machen oder sowas in der Art. Jetzt nehmen wir uns die, benennen die Komponente hier um in Holzschraube Spoolholder und gehen hier in den Körper und kopieren das alles. Sagen Position erfassen, weil sonst fängt er wieder beim Ursprung an, das wollen wir ja nicht. Und kopieren das Ganze einmal ins nächste Schraubloch hier rein. Wo ich gerade sehe, das war gar nicht mittig. Aber ist ja jetzt nicht so wichtig. So ganz perfekt müssen wir es ja auch nicht machen. So. Und dann das gleiche. Haben wir jetzt eine neue Komponente dafür? Ach, die hat er jetzt da reingetan. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte, dass er sie in den, bei den Schrauben drin lässt hier. Was ist, wenn wir hier nur auf Weitermachen? Macht er dann auch hier einen neuen Körper? Er macht er auch. Gut. Dann hat sich das auch erledigt. Dann muss das wohl so sein, dass wir die. Jetzt habe ich alles verkackt hier. So, jetzt haben wir die Schraube hier oben auf jeden Fall. Ja, er packt die dann damit rein. Okay, gut. Naja. So, nochmal. Steuerung C, Steuerung V. Position erfassen. Nach unten ziehen. Okay. Das gleiche nochmal. Steuerung C, Steuerung V. Und auch hier ganz unten ziehen. Und das Ganze nochmal. Steuerung C, Steuerung V. Und für die Schraube hier unten. Oder für das Schraubloch. So, Steuerung S. Und schon haben wir das Ganze festgeschraubt. So in dem Sinne. So, dann widmen wir uns jetzt nochmal eben die Box hier unten reinkommt. Und da machen wir es jetzt mal anders. Nicht nur einen neuen Körper, sondern direkt eine neue Komponente. Und ich wundere mich jetzt gerade, warum die andere ausgeblendet wird. Achso, das ist immer die, die wir gerade bearbeiten. Anscheinend. Ja. Oder welche gerade aktiviert ist. So, das heißt dafür. Das ist jetzt die Kiste, die ich machen möchte. Wo das Filament reinkommt. Dafür mache ich mir eine Skizze. Von der Seite. Ja, von der Seite. Das heißt, Skizze auf der Ebene. Und dann machen wir eine Linie. L. Das ist breit 22 cm unten. Und geht dann 30,5 cm hoch. Können wir von hier machen. 30,5. Und ist dann oben 29,5. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Da gibt es bestimmt irgendwelche Constraints hier, dass das genau gerade ist. 29,5, da sagen wir mal 30 aufgerundet. Das heißt, 22 minus, 30 minus 22 sind 8. Das heißt, ich muss hier auf beiden Seiten 4 haben.
Das heißt, wir machen jetzt eine Linie. Schauen mal. 4 cm sind da. Also sind das jeweils 1 cm. 1, 2, 3, 4. Gut, passt. Okay, das machen wir ein bisschen schöner. So. 4 cm. Dann machen wir noch eine Linie mit L und sagen jetzt hier 30. Löschen uns die Vierer, wenn wir die irgendwie markiert bekommen. Bekomme ich jetzt nicht markiert, aber ich krieg's immerhin so weg. So. Die können wir uns auch weglöschen hier. Den Punkt hier auch wieder. Kriege ich wohl irgendwie nicht hin. Ja, lassen wir so. Geht ja auch so. Geht ja jetzt nur um die Skizze. So. Und wenn wir die Punkte jetzt verbinden, haben wir im Prinzip so ungefähr die Form von der Kiste von der Seite. Es ist die ungefähre Form, weil eigentlich ist der Deckel hier oben gerade und sitzt dann gerade oben drauf. Also praktisch das Stück würde hier aufhören. Dann würde der Deckel hier so gerade lang gehen. Aber als Anschauungsobjekt von der Größe, wie viel Platz das wegnimmt, reicht das. Ich habe die Drucker ja auch nur als Kasten so gemacht, sozusagen. Und das sollte auf jeden Fall ausreichen so. Und wenn ich jetzt noch einmal schaue, müsste das auch symmetrisch sein hier. Man hätte übrigens auch nur die Hälfte machen können und dann spiegeln. Aber das habe ich jetzt in diesem Fall nicht gemacht. Ja, es ist symmetrisch. So. Jetzt haben wir Skizze beenden. Ich sehe auch schon, ich nehme wieder ziemlich lange auf schon. In dieser einen Aufnahme schon. Und dazu kommt das noch zusammengeschnitten mit den anderen Teilen, die ich gerade eben ein bisschen verkackt habe. So, und das Ganze ist tief. Leider auch unterschiedlich, sehe ich gerade. Oben und unten ist auch verschieden dick. Ah, das können wir gleich noch ändern. Das heißt, wir sagen jetzt erstmal auf 40 cm. So. Blenden mal eben das komplett aus. Das stört mich gerade ein bisschen. Und jetzt machen wir noch eine Skizze auf der Seite hier. Und müssen jetzt noch hier die Schrägen wegschneiden, sozusagen. Das heißt, wir müssen hier unten haben wir jetzt 40 cm. Und wir müssen runter auf 32, das heißt wieder 8 cm weg, 4 pro Seite, 2,5, 4 sind da, so, 32, 1, 2, 3, 4 cm, das passt. Und oben haben wir unsere 40, die wir hatten, das heißt, wir können jetzt hier wieder so Linien zeichnen. So. Nach hier. Und nach da. Und haben jetzt hier, wenn wir die Skizze beenden, eigentlich noch eine. Ja, hier haben wir noch eine Skizze. Wenn wir die jetzt extrudieren, in die Richtung hier, und nicht sagen ausschneiden, sondern Schnittmenge, dann sollte eigentlich das in der Mitte übrig bleiben und der Rest weg sein. Ja, so wollen wir es haben. Jetzt haben wir hier unsere Kiste sozusagen. Die nennen wir jetzt auch um die Komponente in Filament. Kiste. Können die auch noch ein bisschen. Ja, hier auch nochmal umbenennen. Filament Kiste. Machen die auch ein bisschen durchsichtig. Ich weiß nicht, so 80%. Ja. 60%. Na?
60%, so. Blenden den Körper wieder ein. Sagen, das ist hier unsere aktive Komponente wieder. Und jetzt wird die Komponente hier noch verschoben. Und zwar auf die richtige Höhe. Weil die wird ja auf dem Boden stehen. Ich denke mal, ich werde den Boden keine flache, also nichts mehr einbauen. Es wird direkt auf dem Boden stehen, sozusagen. Also kein Fach mehr unten. So, haben wir es auf dem Boden. Jetzt muss es noch hier rein. Ich gehe davon aus, dass das die Kiste so längs drin stehen wird. Weil ich möchte unten noch Steuerung reinbauen, ein bisschen Elektronik. Oder ich baue die Elektronik seitlich an. Entweder baue ich die Elektronik hinten dran oder seitlich. Oder hier oben drüber als Fach noch. Wie ist denn das, wenn ich die... Na, ich kann die ja noch weiter nach hinten schieben, weil da ist ja noch Platz bis zur Wand sozusagen. Sagen wir mal so weit. Und von hier aus gesehen können wir noch bis hier rein theoretisch. Lassen wir die Kiste mal so stehen, würde ich sagen. Kann man ja immer noch anders hinstellen. So, dann würde ich sagen, kommt vielleicht hier noch ein Fach rein. Oder hier am Rand die Elektronik. Das werde ich jetzt aber nicht mehr machen. Ich werde nur noch hier die beiden Stangen reinmachen für das Filament. Wobei, das Video ist schon echt ziemlich lange. Ich würde sagen, das war's für das Video. Und im nächsten Video geht es dann weiter. Wahrscheinlich hier für die Filamenthalter. Kommen die Rollen noch drauf und hier kommt dann ein bisschen die Steuerung mit rein. Sowas in der Art wahrscheinlich. Oder Handgriffe hier vorne zum Rausziehen von den Druckern. Das schauen wir dann. Dann würde ich sagen, einmal abspeichern hier. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Wie gesagt, bei Fragen könnt ihr gerne Kommentare schreiben. Ich beantworte die definitiv gerne. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer RC-Tronic.